Ich hieß Ingrid von Oelhafen auf. Ich bin in St. Sauerbrot geboren worden, am 11.11.1941. Als Erika Matko. Meine Mutter kam aus Hamburg, aus einer Redersfamilie. Und mein Vater aus Franken, aus Ansbach und war Offizier. Er war 30 Jahre älter als meine Mutter. Also ich habe mich immer als leibliches Kind von meinen Pflegeeltern gefühlt. Also ich habe mit 10 oder 11 Jahren erfahren, dass das meine Pflegeeltern sind und nicht meine leiblichen. Mit 10, 11 Jahren merkte ich, dass ich aufgrund von Papieren, das war glaube ich dann der Krankenschein, dass da Erika Matko draufsteht. Und auf anderen Papieren sah ich dann Erika Matko genannt Ingrid von Oelhafen. Ich lebte damals da bei meinem Vater, da war ein Ehepaar, das für uns sorgte. Und ich hatte mich immer gewundert, dass auf dem Papier ich immer Erika Matko genannt Ingrid von Oelhafen, dass da stand. Und dann habe ich die gefragt, wieso das käme. Und dann haben sie mir gesagt, dass ich eben ein angenommenes Kind sei. Das war Jahrzehnte später erst. Ich war 59. Dann habe ich mich nach Nürnberg gewandt, dort angerufen und dann habe ich auch einen Termin bekommen und dann wurden Unterlagen, die mich betrafen, also so jugoslawisch herausgesucht und da habe ich auch meinen Namen wiedergefunden. Dass eben nach 45 Zeugen Aussagen mussten oder ausgesagt haben und eine Zeugin, die kannte auch meinen Namen und erwähnte ihn auch, dass ich also dort in einem Lebensbauernheim gewesen sei und ich ein jugoslawisches Kind sei und dass ich dort als Banditenkind geführt werde. Also eidesstattliche Erklärung. Ich, Georg Albert Rödel, sage aus und erkläre, erstens, ich war Eignungsprüfer des Rasse- und Siedlungshauptamtes ungefähr im Jahre 1942, Untersuchung der sich im Lager der Volksdeutschen Mittelstelle, FOMI, befindlichen Jugoslawen vorzunehmen. Die Nazis, die haben Kinder gesucht, die erziehungsfähig war im nationalsozialistischen System und haben die Kinder sich auch ausgesucht. Wir bekamen auch, wurden untersucht. Und es gab vier Grade, die Kinder, die 1 und 2 bekamen, die waren also dann lebensbauernfähig oder durften ins Lebensbauernheim und die anderen kamen in andere Kinderheime. Und ich sollte eben eingedeutscht werden. Das hatte ich ja nach Slowenien geschrieben, dann an Rogaška Slatina, sodass ich dann ein Dokument bekam von dem Namen meiner Eltern. Und da wurde Erika Matko aufgeführt, der Name. Und ich habe natürlich selbstverständlich auch angenommen, dass ich das bin. Meine Geschwister waren da nicht aufgeführt. Dann habe ich nach Rogaška Slatina geschrieben. Und die schrieben dann zurück, dass ich unmöglich Erika Matko sein könnte. Es gäbe eine Erika Matko mit dem gleichen Geburtsdatum wie ich, die dort aufgewachsen ist und dort auch lebt und einen Sohn hat. Das war also, dann habe ich also erstmal gedacht, wer bin ich dann? Jetzt bin ich nicht mal Erika Matko. Meine Mutter hatte drei Kinder, war noch eine Tochter und einen Sohn und ich dann 5 oder 6 Jahre später.
Und ich war dann wurden die Eltern von den Kindern getrennt. Dann wurde ich nach Frohnleiten verschleppt. Und meine Mutter wurde ab morgens früh und meine Mutter wurde abends mit drei Kindern wieder entlassen. Also dann. Und in der Zeit war ich aber morgens schon in Frohnleiten. Die drei Kinder waren also, da war eben dann eine Erika Matko auch dabei, mit der sie entlassen worden ist. Aber ich als Erika Matko war dann in Frohnleiten und wurde dann später in ein Lebensbornheim gebracht, nach Kurrensades. Darum denke ich, dass da im Lager, als ich dann entführt worden bin, morgens, dass ein Kind übrig war, die vielleicht etwas mickrig war und die Eltern sind vielleicht auch erschossen worden. In der Zeit sind eben auch dort bei Celje Erwachsene erschossen worden, dass man dieses Kind der Mutter zugeschustert worden, wo, dass dieses Kind der Mutter zugeschustert wurde und dass sie das als ihr eigenes dann angenommen hat. Ich finde es eigentlich unglaublich, mit 9 Monaten, ich schon viel früher, ein Baby sieht einfach anders aus und riecht anders und das muss sie registriert haben. Und zuerst habe ich auch eigentlich die Mutter gehasst dafür. Geht gleich. Aber ich denke dann, dass sie einfach auch Angst hatte vor dem Regime und dass sie das aus dem Grunde angenommen hat. Ich meine, Freundinnen erzählen mir, sie hat ja dadurch auch was Gutes getan. Aber gut, ich muss das so hinnehmen. Ich meine, Freundinnen erzählen mir, sie hat ja dadurch auch was Gutes getan. Aber gut, ich muss das so hinnehmen. Dass ich ja dann nach Slowenien gefahren bin und mehrere Matkos besucht habe und darunter eben eine Maria Matko und die zwei Kinder hatte oder hat, Raphael und Tanja, und die auch bereit waren. Ich bin also hingefahren, um eine Speichelprobe zu machen, um eine Genanalyse machen zu lassen. Und das habe ich dann auch machen lassen. Und dann weiß ich, dass ich also zu dieser Familie Maria mit Raphael und Tanja, das sind ja dann meine Nichte und Neffe, dass ich dazugehöre. Ich habe auch der Erika Matko dort geschrieben, aber ich habe nie Antwort gekriegt und die Erika möchte auch nichts von dieser Geschichte wissen und ihr Sohn auch nicht. Und ich hätte gerne eine Speichelprobe dort eben auch machen lassen, aber sie war nicht, ja, weil kein Kontakt möglich war und sie davon nichts wissen möchte, ist das nicht möglich. Also ich fühle mich einfach als Ingrid von Ölhafen. Also mit 2,5 Jahren war ich ja bei den Pflegeeltern und die haben mich aufgezogen. Wurde immer Ingrid genannt. Also das ist eigentlich so fühle ich mich wohl als Ingrid von Ölhafen. Und Erika Matko ist einfach fremd. Das ist Papier. And do you feel German or do you feel Slovenian? I feel German.